Namaste, willkommen zu einem neuen What I Eat for Dinner in a Week. Ich muss sagen, das ist eigentlich nicht in a Week, es sind nur 6 Tage, die ich mitgefilmt habe. Aber aus Mangel von Zeit sind es einfach nur 6 Tage, aber das What I Eat in a Week klingt halt einfach besser als What I Eat in 6 Days. Okay. Finde ich zumindest. Deswegen habe ich für euch jetzt mal ein bisschen realistisch mitgefilmt, was ich so zu Abend esse, also ein bisschen random auch. Weil manchmal, also wirklich so voll ungeschönt und vorab schon mal, ich hab gerade Corona, also ich habe nicht so viel Energie. What? Man wird es bestimmt direkt merken. Aber deswegen habe ich jetzt auch den letzten Tag ein bisschen mehr Zeit in der Küche gehabt, weil eigentlich sollte ich auf dem Sofa liegen, aber ich kann nicht auf dem Sofa liegen. Das fällt mir so, so schwierig. Ich kann mich nicht ausruhen. Es fällt mir schwieriger, als irgendwas zu tun. Und da ich nicht so viel tun kann, bin ich in der Küche. Ansonsten würde ich jetzt nicht 3-mal am Tag alles so kochen. Also ich habe das jetzt natürlich nur das Dinner gefilmt, aber ich würde sonst das einfach schneller nochmal machen. Am Anfang seht ihr auf jeden Fall, wie es so aussieht, wenn ich wirklich faul bin, weil ich bin, auch wenn man es nicht glaubt, aber ich bin faul in der Küche. Ich mache den Schrank auf, hole irgendwas raus, leere irgendwas in der Pfanne zusammen und fertig. Ich überlege mir das alles in diesem Moment und nie davor. Ich bin gar kein Planer. Ich bin einfach, Planen nimmt mir schon viel zu viel Zeit weg irgendwie. Kommt einfach alles irgendwie rein und irgendwas ist immer da und das Ergebnis wird eigentlich eh immer geil. Genau, und so ist auch dieses What I Eat in a Week in 6 Days. Also einfach irgendwas zusammengeleert random und geschaut, was rauskommt. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich jetzt alleine bin, dann esse ich nochmal mehr Bowls. Aber auch hier esse ich, also mit Fedor, esse ich dann auch viele Bowls. Aber ich koche auch mehr, weil ich mag es lieber für 2 Personen zu kochen als für mich alleine, weil dann denke ich immer so, ja okay, es ist irgendwie der Aufwand und es macht mir irgendwie mehr Spaß, wenn halt noch jemand anders dann mit mir zusammen ist, dann auch ein bisschen länger in der Küche zu sein, aber trotzdem, lange ist halt immer noch kurz bei mir. Ich esse jeden Abend, wirklich jeden Abend einen Salat, also wenn ich zu Hause bin, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, es gibt nichts, dann natürlich nicht, aber sonst jeden Abend einen Salat. Und jeden Mittag eigentlich auch. Also ich esse 2 Salate am Tag und halt irgendwas dazu, also bowlmäßig. Und ich esse auch fast jeden Abend meine gefrorenen Beeren und das seht ihr hier auch. Ich habe nicht immer mit dem Salat mitgefilmt, aber schon meistens. Manchmal habe ich es vergessen, weil das Video nicht so geplant war, sondern ich jetzt halt einfach die Sachen zusammengeschnitten habe, die ich zu Abend gegessen habe. Genau, also es gab ein schnelles Reisgericht mit Erbsen und Planted Chicken aus Erbsenprotein. Ich liebe dieses Erbsenprotein-Chicken. Das ist wirklich so, so lecker und naturbelassen. Besteht eigentlich nur aus 4 Zutaten. Je nachdem, ob ihr die gewürzte Variante wählt oder die ungewürzte. Ich habe jetzt in diesem Fall die ungewürzte und habe einfach ein bisschen Sojasauce, Ahornsirup, Rauchsalz und Knoblauch dazugegeben. Das schmeckt dann einfach so. Nice. Dann als Nachtisch gab es dann natürlich gefrorene Himbeeren mit selbstgemachten Granola. Ich esse sonst oft auch einfach diese Buchweizen-Samen, weil ich nicht immer Granola selbst gemacht zu Hause habe. Also sonst esse ich auch einfach die super gerne. Die schmecken super lecker von Govinda. Gekeimte Buchweizen-Samen, die geben dann so einen Crunch. Ich mache ja diesen Crunch da drin. Und nochmal die extra Nährstoffe. Und da findet ihr auch einen Code unten. Kakaonuts mache ich natürlich auch oft rein. Dann am nächsten Tag gab es die Lazy-Version, haben wir Pizza bestellt. Und das ist auch sowas, wenn ich alleine bestelle, dann würde ich mir jetzt eigentlich nicht Pizza bestellen, sondern ich bestelle mir immer irgendwas, was ganz viel Gemüse hat. Einfach aus dem Grund, weil ich das nochmal viel lieber mag. Also, aber meistens ist es halt vietnamesisch und deswegen ist so eine Pizza auch mal schön und ein bisschen was anderes als immer vietnamesisch zu essen. Ja, danach gab es noch ein bisschen Ben & Jerry's vegan. Das hatten wir dazu bestellt. Dann, was ich super, super liebe, ist einfach alles, was ich gerade habe, in den Ofen zu schmeißen. Ich liebe allgemein Sachen im Ofen zu machen, weil es ist zwar eine Weile im Ofen, aber der Aufwand ist halt wenig. Und im Ofen macht es ja alles von alleine. Sprich, man schmiert einfach irgendwas drauf. Am liebsten nehme ich Tahin, dann irgendwelche Gewürze und dann packt man das. Und das mache ich einfach mit, das mache ich mit super vielen Sachen. Tahin, Sojasauce, vielleicht ein bisschen Ahornsirup, aber eigentlich nehme ich Kokosnuss und Minus, wenn ich in Berlin bin. Und dann backe ich das und das erinnert mich so immer an Käse. Das ist richtig geil, das ist halt hier echt wichtig, welches Tahin ihr nehmt. Ich habe das jetzt hier auch gerade mal hier hingestellt, weil ich nehme das von, das gibt es in Deutschland bei Rewe und ich glaube auch beim Edeka und anderen Discountern oder Supermärkten. In Wien auf jeden Fall beim Spar und ich glaube auch bei Billa. Und das finde ich richtig geil, weil auch Preis-Leistung, das passt einfach, es kommt im Glas, es ist 100% Sesam und hat eben einfach so einen richtig geilen Geschmack.
Dazu gab es Kartoffeln und eine Ente von Blanterhölz, hatten die mir zugeschickt. Die war von Tim Raue, das war so eine Aktion. Die war eigentlich ganz geil, fand ich. Fedor hat sie nicht gemacht. Die war nämlich mit so, es hat an Weihnachten erinnert, ein bisschen so ein Braten. Die waren mit so einer Gewürzmischung, die halt recht weihnachtlich ist. Also Kardamom, Nelken, Ingwer, Zimt, irgendwie sowas war da dran. Das stand gar nicht dran, aber ich glaube Sternanis war da dran. Und es hat einfach so ein bisschen nach auch Weihnachtsbraten geschmeckt, aber ich finde das irgendwie geil. Ich habe mir jetzt die beste Filmperspektive ausgesucht. Ich hänge über dem Tisch, über der veganen Ente von Tim Raue. Ich habe die gerade probiert. Oh, die ist richtig gut. Und zwar ist das eine Kooperation von Tim Raue mit Eat Planted. Und also Tim Raue hat die Gewürze gemacht und Eat Planted halt das Fleischimitat aus Erbsenprotein. Und es schmeckt so gut. Ich habe die jetzt vorprobiert. So lecker, wirklich. Was ich sagen wollte, sowas geht halt nur, weil es. Sowas kann man nur roh essen, weil es nicht vom Tier kommt. Ich finde das irgendwie geil und ich habe gemerkt, ich mag irgendwie, ich stehe echt auf so Ersatzprodukte. Es gibt nur irgendwie was, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde Fleisch auch echt gerne mögen, wäre ich emotional, wäre diese emotionale Verbindung nicht da, weil was ja gut ist. Aber das sagt halt nochmal, dass ich halt auch so ein, ich bin halt ein sehr starker Ethik-Veganer auch. Gesundheitlich, Umwelt, aber auch sehr vieles. Das ethische Thema bei mir, weswegen ich halt, wenn ich Fleisch in den Mund nehme, dann passiert irgendwas und mein ganzer Körper ich krieg wie Schweißausbrüche, weil ich dann denke, oh mein Gott. Das ist halt diese ethische Reaktion, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich dann so ein Blinded esse oder so eine Fleischalternative, dann ist ja diese emotionale Verbindung weg und dann finde ich es irgendwie richtig geil. Ich muss dazu sagen, ich vertrage nicht zu viel, weil ich krieg sonst Blähungen davon. Also ich vertrage auch nicht extrem viel Tofu. Ich glaube, ich vertrage allgemein nicht zu viel Proteine. Danach gab es dann noch einen Pudding. Dann gab es mal was anderes. Ich liebe Pudding einfach. Pudding ist so geil. Und es geht so schnell. Und ihr könnt einfach Stärkemehl nehmen oder ihr nehmt halt einen fertigen Pudding. Das ist ja noch einfacher. Wenn ihr Stärkemehl nehmt, dann ungefähr 40 Gramm auf 500 Milliliter Milch. Und dann ein bisschen was immer auch dazu. Zum Beispiel Vanille oder ihr macht so ein Mandelding. Dann könnt ihr Mandelmilch nehmen und vielleicht auch noch etwas Mandelmehl dazugeben. Oder ihr macht Schoki, oder ihr macht Maca, oder ihr macht Chai. Da kann man echt alles machen, da kann man richtig kreativ werden. Dann gab es eine schnelle Gnocchi-Pfanne. Einfach alles in die Pfanne hauen, ein bisschen Tomatenmark dazu, Tempeh dazu, Gewürze, Paprika. Das geht wirklich so, so schnell und schmeckt auch richtig lecker. Das Rezept findet ihr auf Instagram. Das ist als Reel schon dort gepostet. Jetzt kommt die Corona Edition. An dem Tag, an dem ich noch nicht so lange in der Küche sein konnte, habe ich einen schnellen All-in-One-Bake-Reisauflauf gemacht. Das ist auch wirklich richtig geil. Man lernt einfach alles zusammen. Also Gemüse, Reis. Ich habe Tiefkühlgemüse genommen, weil es schneller geht. Und dann zwei Knoblauchzehen rein. Nicht mal geschnitten, einfach nur so rein. Also natürlich geschält, aber dann als Ganzes rein. Da musste ich nicht schneiden, weil dann spart man den Abwasch und spart sich nochmal Küchenzeit. Und dann ein bisschen Gemüsebrühe dazu, Kokosmilch und das Ganze in den Ofen. Und das wird so geil, wirklich. Ich finde es richtig geil. Und es geht halt sehr schnell. Man hat auch wieder wenig Zubereitungszeit. Und dann, es dauert halt echt eben lange im Ofen. Das heißt, man muss das ein bisschen vorplanen. Es dauert so je nach Reisform 45 Minuten. Ich hatte Vollkornreis benutzt. Das dauert dann ungefähr 45 Minuten. Aber mit Jasminreis geht es eher so in 40 Minuten. Und wenn ihr einen sehr dicken Vollkornreis hat, dann dauert es eher 50 Minuten. Wenn man halt Tiefkühlprodukte nutzt, dann muss man ein bisschen darauf achten, wie dick jetzt zum Beispiel diese Brokkoli-Röschen sind. Die werden dann natürlich recht weich. Und ich hatte sehr kleine, weil das war noch so übrig. Die waren noch so übrig in der Packung und immer das, was übrig ist, ja dieses ganz kleine dann meistens, weil das ist ja dieser, kennt ihr diesen Granola-Müsli-Effekt, dass sich die großen Sachen arbeiten sich immer nach oben. Und das ist eigentlich auch bei Tiefkühlgemüse so. In der Tüte oben sind halt immer erst die dicken Sachen und dann kommt das kleine Zeugs. Das ist überall so. Gibt bestimmt auch einen physikalischen Namen, ein Gesetz, wie man das nennt. Ich kenne ihn nicht. Genau, deswegen waren da auf jeden Fall noch die kleinen Röschen drin und das war sehr butterig. Und ich fand das richtig geil, weil normal esse ich mein Gemüse immer sehr crunchy, also sehr kurz gegart oder blanchiert oder kurz im Ofen. Aber das war echt geil, weich. Hat mir irgendwas gegeben. Ja, war richtig lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nachtisch, Beeren, Tikka, Fly, ungesüßt und Sojajoghurt. Wer hätte es gedacht?
Und diesmal habe ich eine, ich esse oft Himbeeren, aber manchmal esse ich auch so gemischte Beeren. Man muss echt drauf achten, weil ich finde, da gibt es einen riesen Unterschied in den Geschmäckern. Die sollten eigentlich bio sein, weil wenn man die so isst, unerhitzt, dann sollten die bio sein. Und da fragen mich immer viele, ob man das wirklich so unaufgetaut, unerhitzt essen kann. Und ich habe da recht viel recherchiert und nichts dazu gefunden, dass man es nicht kann. Viele sagen, man soll es nicht. Ich habe mal Nico Rittenau gefragt und er sagt, er weiß von nichts, von keiner Studie, die jetzt auch das Gegenteil beweist. Also mache ich das und das geht mir gut. Ich achte halt darauf, dass es bio ist, aber ich finde es halt irgendwie sehr geil, so kalt gefroren. Es schmeckt einfach richtig lecker. Gestern gab es dann Erbsen, keine Falafelbällchen. Ich hatte irgendwie so ein Experiment gemacht und ich wollte eigentlich Falafel machen, aber das wurde recht fluffy, nicht so teigig. Und ich hatte 50 Gramm Kichererbsenmehl dazugegeben auf 200 Gramm Erbsen. Wollte aber nicht so viel Kichererbsenmehl dazugeben, weil ich finde Kichererbsenmehl geschmacklich auch recht stark und mir gar nicht so geil. Ich wollte halt eher nur mit Erbsen arbeiten. Hat dann nicht so die Teigkonsistenz gegeben, aber es wurde richtig, richtig geil und halt irgendwie so fluffy. Ich hätte sie vielleicht ein bisschen früher aus dem Ofen holen können, weil dann, ich habe sie einmal schon mal davor eins rausgeholt und getestet, da waren sie noch ein bisschen weicher innen. Das fand ich sogar fast noch ein bisschen geiler, aber da kann man ja selbst schauen, wie lange man das backt. Ich habe das jetzt ungefähr 30 Minuten im Ofen gehabt, hätte auch 25 Minuten gereicht, würde ich sagen, je nachdem, wie groß man die natürlich mit einem Löffel auf das Backblech spoont. Löffelt. Das gab's und dazu gab's dann eine schnelle Pasta mit Kokosmilch, die ich noch übrig hatte von dem Reisgericht vom Vortag. Da war dran so ein Cashew-Sahn, auch richtig geil war der von Manne oder wie die hießen. Normal mache ich den selber, den findet ihr in meinem Buch Ein Mix voll Glück, das ist wirklich so lecker, wie es so ein richtig geiles Pasta-Topping. Oder auch, ich mache ihn eigentlich am liebsten auf meine Salate auch drauf. Und dazu gab's nämlich Zucchini-Salat, also Zudels, spiralisierte Zucchini mit noch mehr von diesen Bällchen und auch diesem Cashew-Sahn. Dann habe ich ernsthaft noch gebacken und zwar so einen schnellen Bärenkuchen vom Blech. Der wurde richtig, richtig lecker und die Konsistenz abends ist ganz anders als die morgens, als aber abends richtig so fluffy warm. Ich habe es direkt warm gegessen. Ich packe jetzt noch einen Kuchen und habe hier Haferflocken rein, Buchweizenmehl. Also Haferflocken habe ich kurz hier drin gerieben und Datteln bisher. Und die habe ich auch hier in den Nutribullet. Das ist echt krass, der funktioniert richtig gut für sowas. War in 3 Sekunden diese Pampe hier. Teig schmeckt schon mal gut. Da sind jetzt noch Mandeln drin, Kokosöl, Sprudel, Zitrone. Genau, das war's. Und jetzt kommen Beeren drauf und dann kommt's in den Ofen. Also ich habe schon probiert, die Ränder mal schön abgeschnitten. Und ich muss sagen, schmeckt sehr geil. Heiße Schoki. Es geht einfach nicht über eine heiße Schoki. Morgen dann ein bisschen härter, aber auch richtig lecker. Ich habe es gerade zum Frühstück nochmal probiert und es war wirklich super lecker. Liebe ich. Finde ich geil. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen Inspiration mitnehmen. Bin gespannt, was ihr so zu Abend esst, was es bei euch so gibt. Und dann freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat, für einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt euch lieb. Passt auf euch auf. Stay safe. Bye, bye.